Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankreich, aus dem französischen Jura. Wir haben hier heute am Lac des Vogons übernachtet. Hier gibt es einen offiziellen Stellplatz, wunderschön gelegen hier hinter mir. Und ich möchte gerne heute noch einmal mein Packraft zum Einsatz bringen. Das habe ich ja schon in einem vorigen Video einmal recht ausführlich vorgestellt und tatsächlich seitdem auch noch nicht wieder benutzt. Ich hatte keine Zeit, aber wie ich damals schon ausgeführt habe, das ist ja nun mal ein Immer-Dabei-Boot, weil es ein unglaublich kleines Packmaß bei gleichzeitig geringem Gewicht eben aufweist. Deswegen haben wir das auf unserer Frankreich-Tour jetzt auch mitgenommen. Und eigentlich wäre heute ein toller Tag, es zu probieren. Dieser See, der lädt geradezu dazu ein. Allerdings, wie man unschwer erkennen kann, wir haben ziemlich viel Wind. Das sind nicht unbedingt ideale Voraussetzungen, um ein Packraft auf einem See zum Einsatz zu bringen. Aber ich habe mich entschieden, dass ich es trotzdem einmal ausprobieren möchte, weil ich auch insbesondere meine neue elektrische Pumpe zum Einsatz bringen möchte. Üblicherweise wird ein solches Packraft ja mit einem Packsack aufgeblasen, aber natürlich ist es noch mal ein Stück weit bequemer, wenn man da auf ein kleines elektrisches Helferlein zurückgreifen kann und sich dann diese Arbeit erspart. Vielleicht wird das ganze Packraft dadurch noch einmal etwas schneller einsatzbereit sein. Ich befürchte, das wird eine echte Herausforderung, hier überhaupt rauszukommen. Aber ich will es auch testen. Ich möchte meine Erfahrungen hier einmal ein Stück weit vergrößern, ob ein Packraft auf einem solchen See, wo der Wind gerade sehr massiv drüber steigt, überhaupt handelbar, überhaupt manövrierbar ist. Ich befürchte nein, aber nun gut, ohne probieren, ja, gibt es halt eben keine Erfahrungswerte. Ein Ecstasy CW 270 Packraft, das werde ich gleich mittels dieser Flex-Tail-Gear elektrischen Pumpe aufladen. Die kommt im Übrigen in diesem wirklich schönen Karton daher, hat mich 40 Euro circa gekostet und den Lieferumfang, ja, den würde ich als durchaus komplett bezeichnen. Neben einer Bedienungsanleitung haben wir unterschiedlichste Aufsätze mit dabei, für unterschiedlichste Durchmesser eben geeignet. Auch ein entsprechendes kleines Packsäckchen ist mit ihm Lieferumfang beinhaltet und natürlich liegt auch ein Ladekabel dabei. Apropos Ladung, die Pumpe wird über USB-C geladen, das ist der obere Port hier und ich kann aber diese Pumpe auch für Notfallszenarien, beispielsweise um ein Smartphone nochmal aufzuladen, als Powerbank verwenden. Im Übrigen weist diese Pumpe noch eine weitere Funktion auf. Ich kann diese nämlich auch als Taschenlampe nutzen. Dazu mache ich einen Doppelklick hier auf dieses entsprechende Lampensymbol. Man sieht jetzt hier, dass da verschiedene LEDs leuchten. Die sind sogar dimmbar, indem ich erneut auf die entsprechende Taste hier drücke und dann kann ich das eben entsprechend reduzieren oder auch wieder ausschalten über einen Einfachklick. Natürlich ist die eigentliche Pumpfunktion auch hier über diesen Taster zu erreichen, nämlich über einen Doppelklick wird der Pumpvorgang gestartet. Man ist dann sofort im Turbo-Modus. Der Luftdurchsatz ist hier entsprechend erhöht und wenn ich hier etwas länger drauf drücke, dann gehe ich in den in Anführungsstrichen Normalmodus, wo eben der Luftdurchsatz ein Stück weit reduziert wird. Ein erneuter Klick führt dann dazu, dass die Pumpe ausgeschaltet ist. Die Pumpe hat im Übrigen mit dem verbauten, ich glaube, 3600 mAh Akku eine Laufzeit von bis zu einer Stunde, führt zumindest die Anleitung aus. Allerdings wird auch dargestellt, dass man hier den Pumpvorgang natürlich nicht eine Stunde laufen lassen soll, weil nach ungefähr 15 Minuten würde diese Pumpe dann entsprechend überhitzen. Also man hat 15 Minuten Pumpleistung am Stück, aber ich denke nicht, dass wir überhaupt so lange brauchen werden. Einmal mein Packraft ausgepackt. Wie gesagt, das ist das CW 270. Guckt euch ruhig noch mal das entsprechende Video an. Ich bin da immer noch mega von begeistert. So, und dann geht's jetzt los zum Aufpumpen. Ja, schon dargestellt befinden sich unterschiedlichste Adapter im Lieferumfang. Ich habe auch hier einen gefunden, der da problemlos reinpasst. Den nutze ich jetzt gleich. Die anderen packe ich deswegen zunächst einmal weg. So, starten werde ich jetzt im sogenannten Turbo-Modus hier über Doppelklick. So. Und unsere Stoppuhr läuft auch. Ich bin wirklich mega gespannt, wie lange es dauern wird. So, eine gute Minute ist jetzt um. Das Boot nimmt so langsam schon Form an. Ich schätze mal, dass wir vielleicht, ich denke, 3 Minuten brauchen werden. Ja, meine Schätzung war nicht so schlecht. Tatsächlich sind jetzt gut 3,5 Minuten um. Ich versuche jetzt einmal hier zu stoppen, weil ich möchte ja noch meine Finne einziehen. So. Und dann mache ich jetzt hier erstmal das Ventil zu und dann drehen wir das Boot und ziehen eben die Finne rein, denn es ist ja etwas einfacher, wenn das Boot für diesen Vorgang nicht ganz so stark aufgepumpt ist.
Ja, die Finne, die ist jetzt drin. 3 Minuten 35 hat es in etwa gedauert. Also ich finde, da hat die Pumpe einen richtig guten Job gemacht. Die ist nicht mal handwarm geworden. Also wir sind weit weg davon, dass die heiß wurde. Klar, jetzt ist nicht ganz so heiß, auch von den Umgebungsbedingungen her. Aber ich denke, auch im Hochsommer dürfte das überhaupt kein Problem sein. Ich drehe jetzt das Boot nochmal um und werde den Rest nochmal entsprechend hier aufpumpen. Das sollte dann auch wirklich innerhalb von einer halben Minute maximal erledigt sein. Also realistisch 3,5 bis 4 Minuten. Für solch ein relativ großes Packraft, wie gesagt, das ist die 2,70 Meter Version, das erscheint mir durchaus plausibel. Ja, das war's jetzt tatsächlich. Die Pumpe wiegt übrigens gerade einmal 160 Gramm und ich habe gerade noch mal in den technischen Daten nachgelesen. Im Turbo-Modus werden hier 300 Liter in der Minute eben entsprechend durchgeblasen und in dem normalen Modus eben 150 Liter. Lohnt fast gar nicht, die hier anzuschließen, aber ich nutze es jetzt trotzdem noch mal auch für meine entsprechenden Sitz hier. Aus Komfortgründen und zum Ausprobieren ist es trotzdem irgendwie ganz cool. Ja, wie schon erwähnt, nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, um ein solches Packraft auszuprobieren. Wahrscheinlich komme ich hier nicht mal raus, aber ich wollte es hier einfach auch wissen, ob es denn dann eben funktioniert. Und tatsächlich sogar besser als ich dachte. Im Übrigen habe ich natürlich auch, wie man unschwer erkennt, eine entsprechende Sicherheitsweste mit. So, ich paddel mal raus. Das ist schon durchaus herausfordernd. Ja, wie erwähnt, das sind nicht wirklich die besten Voraussetzungen. Und der Wellengang, der schwappt hier auch schon das eine oder andere Mal tatsächlich ein bisschen Wasser rein. Aber es geht. Wie gesagt, für mich war wichtig, es einmal auszuprobieren. Auch um sich mit dem Boot weiter auseinanderzusetzen. Es ist auf jeden Fall hier am Lac de Vaugan traumhaft. Wenn jetzt noch die Bedingungen etwas besser wären, also etwas weniger an Wellengang, dann wäre es naturgemäß nochmal ein großes Stück besser. Aber auch so ist das jetzt hier wirklich ein echtes Erlebnis. Ja, jetzt bei Sonne, da sieht man erst einmal, wie schön, wie türkisgrün, fast tropisch kann man sagen, dieses Wasser hier ist. Ja, mein Ausflug, der ist auch schon beendet. Der war ja zugegebenermaßen wirklich sehr, sehr kurz. Ich bin nur ein paar Minuten gepaddelt. Ich wollte es eben unbedingt ausprobiert haben, wie mein Ecstasy CW270, und wir erinnern uns, CW steht für Calm Water, unter solchen Bedingungen eben funktioniert. Das Ganze eben in unmittelbarer Landnähe, glaube ich, war akzeptabel. Aber ich würde mich damit niemals hier weiter rauswagen. Dazu ist es dann doch eher zu gefährlich, meiner Meinung nach zumindest. Und ich wollte insbesondere meine Flextail Gear Max Pump 2 Pro ausprobiert haben. Und die hat ebenfalls, wie ich meine, einen richtig guten Job gemacht. Das ist eine tolle Ergänzung für mich mit meinem Packraft. Das Packmaß ist, wie gesagt, so klein. Ihr seht das jetzt hier. Die passt problemlos mit Adapter in meine Hand rein. Zur Erinnerung, 160 Gramm schwer. Läuft eine Stunde im Maximalbetrieb. Ja, und hat eben noch mal diese Doppelfunktion mit dem Licht. Finde ich ganz gut. Und als Notfall-Powerbank kann sie eben auch noch mal herangezogen werden. Ja, und selbst unterwegs, wenn man mal Luft nachpumpen muss, ihr kennt das ja wahrscheinlich alle, denn im kalten Wasser verliert sich ja der Luftdruck, da muss man schon mal Luft nachpumpen unterwegs. Da kann man auch mit dieser Pumpe meines Erachtens noch ganz gut umgehen. Da kommt man ganz gut an das Ventil dran und die Pumpe lässt sich da eben auch richtig gut nochmal einsetzen. Von mir kriegt die insofern eine echte Kaufempfehlung. Wie gesagt, knapp 40 Euro. Ich finde, das ist diese Flexitel Gear Pumpe tatsächlich wert. Dann bin ich auch schon durch mit diesem wirklich sehr kurzen Video. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Macht es gut. Auf bald. Euer Giro D.